Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu War Tales. Unsere kleine Truppe von Bauern sucht nach dem Abenteuer und nach Ruhm und Reichtum. Wir wollen hier in das Petra-Bergwerk und dort erwartet uns ein Kampf, den werden wir jetzt mal bestreiten. Beziehungsweise kurz davor. Ne, ist sogar ein Bergwerk drin. Naja, cool. So, da sind, wie viele sind denn da? Drei oder was? Ja, hat er auch angekündigt. Wo ist denn unser Bogenschütze? Der steht hier so ein bisschen außen. Ne, den ziehe ich vor. Und wo ist Jack? Das ist Hackert. Da hinten ist Jack. Ich würde den gerade mal mit dem Minjas tauschen. Und wir beginnen wie immer mit dem Bogenschützen. Der kommt da nicht ran. Das heißt, der muss einen Satz nach vorne. Und gibt seinen ersten Schuss ab. Jo, dann ist Jack dran. Sehr schön. Mit Jack gehen wir an die Seite und geben ihm diesen Schwächungsschlag. So, da ist er im Kampf und jetzt kann er nur noch eine überbraten. Ja, das ist sehr effektiv, diese Mischung aus dem Schlag. Das ist sehr gut. So, jetzt werden wir direkt angegriffen. Okay, das ist cool. Die Axtkämpfer, wenn man da nicht nah genug, also wenn man dann mit Abstand steht, dann werfen die nämlich erstmal eine Axt und dann schlagen sie zu. Das heißt, die haben schon so einen Doppelkampf. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mit dem Schurken rangehe oder ob ich mich um den hier kümmere. Also ich nenne mal Schurken, das ist ja eigentlich kein Schurke. Das ist ja so ein Waldläufer, heißt das ja. Ich mache das. Ich gehe hier ran. Das Gift hat gegriffen, sehr gut. Und jetzt ziehe ich mich einfach mit dem Punkt wieder zurück. So. Achso, wir können es auch noch bewegen. Dann gehen wir hier so ein bisschen auf Abstand. Oh, 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 oh. Shit. Shit, 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 shit. Da müssen wir raus aus dem Bereich. Der macht gut Flächenschaden. Den Hammer kenne ich noch. Da müssen wir auf jeden Fall dahinter. Wir ziehen uns mit ein bisschen Abstand hier so dahinter. Ups. Und pieken neben den Rücken. Diese Angriffe sollte man möglichst nicht abwarten, weil das gibt auf jeden Fall Aua. So, und aber auch hier werden wir uns mit etwas Abstand um ihn hier kümmern. Von hinten, von vorne, Mensch, lass mich mal in Ruhe. Okay. Jo, passt. Auf jeden Fall immer getrennt stehen. Ah, da hat er die Axt geworfen. Habt ihr gesehen? Da wurde nämlich der erste Angriff gemacht und dann mit der Axt zugeschlagen. So. Langt das? Das langt, um anzugreifen. Ja. Wir müssen unbedingt mehr Abstand lassen, weil es gibt auf jeden Fall mehr Schaden. Und jetzt ziehen wir hier noch nach vorne, damit wir da möglichst der Truppe beistehen können. Okay. Ich würde sagen, Jack zieht das durch, oder? Mit dem Hammer. Ach, der ist mit ihm im Kampf. Da kann er nichts machen. Na gut, dann nimmt er den Schwächungsschaden auf jeden Fall. So. So, der Bogenschütze. Ja, wir machen hier Finish. Ah, der trifft eventuell sogar beide. Guck mal, der Pfeil geht anscheinend durch, wenn wir im Winkel stehen. Okay. Der Vordermann hat geblockt. Eure Gegner sind demoralisiert und wollen fliehen. Ach, nee. Wir kämpfen das hier zu Ende. Das könnt ihr vergessen. Okay, der kann sich noch bewegen oder heilen. Lassen wir. So. Der Herr Schurke. Ich würde sagen, hinten ran und ab in die Rippen. Na, aktivieren. Und wir ziehen uns zurück. Na gut. Hätte ich mir ersparen können, den Zug. Weil jetzt ist sowieso Feierabend. Sehr schön. So, wir haben den großen Streithammer bekommen. Ich glaube, den kann aber niemand von uns tragen. Und reparieren haben wir gerade mal einen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus.
So, wir sind hier im Bergwerk. Das ist super. Da werden wir uns Eisenerz besorgen. Und wir hatten noch einen ohne Beruf. Ich bin mir nicht sicher. Das gibt der Bergwerk, gibt zwei Verfassungen. Was macht denn Verfassung? Sieht man es irgendwie? Was ist denn Verfassung? Ist einfach nur der, wie stark man ist, oder? Wir gucken mal ganz kurz durch, wer was an Verfassung hat. Aber ich denke mal, da Jack so ein bisschen im Vordergrund steht, also an vorderster Front, wäre das vielleicht nicht schlecht, wenn wir dem das geben. Der hat 27. 22, 18. 22, 18. Jack hat eigentlich schon einmal. Ist halt unser Tank, würde ich mal sagen, ne? Die haben ungefähr gleich. Und wo dann als Bogenschütze? Gut, der steht ja meistens hinten. Der sollte ja möglichst nicht in Nahkampf gehen, ne? Ich gebe Jack das. Oder? Was ist Jack gerade? Der ist schon unser Tüftler. Wen haben wir denn noch frei? Minjas ist unser Schmied. Dass wir die Berufe eventuell umdrehen. Man das umsetzen? Ah, man kann frei umsetzen, egal ob man da dran ist. Weil ich hätte jetzt gesagt, wir brauchen jemanden mit Leben. Dann machen wir das anders. Das gibt kritische Treffer. Dann geben wir Wodan. Moment. Den Tüftler. Ah, der verliert das. Nee, dann lassen wir das. Moment, wir haben jetzt zweimal Alchemisten? Das ist interessant. Ach so, weil wir da schon eine Fiole hergestellt haben. Nee, Jack muss auf jeden Fall der Bergmann werden. Wir machen das jetzt einfach. Jack wird der Bergmann, weil er meistens in der Front steht. Und was haben wir da noch? Den Tüftler. Den Tüftler. Der gibt die kritischen Treffer, den gebe ich Wodan. So. Machen wir so. Passt. So, abbauen jetzt. Jack, schwing den Hammer. Beziehungsweise. Mag diese Minispielchen. Sehr schön. Fünf Eisenerz. So, dann haben wir hier nochmal Eisenerz. Wir packen uns jetzt die Taschen voll. Wir haben noch ein bisschen Platz im Inventar. Oh, das war knapp. Aber nochmal fünf Eisenerz. Sehr nice. Wenn ich noch mehr? Ah, hier noch. Nochmal Jack. Oh, muss da direkt trinken. Das wusste ich nicht. Gibt's nur vier? Es gibt nur vier Eisenerz. Okay, alles klar, ist fair. Gibt's noch mehr? Nö. 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 Gibt nicht mehr. Okay. Gibt es hier oben irgendwas? Auch nicht. Okay. Dann verlassen wir das Ganze. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Eisenerz. Das ist schon mal sehr positiv. Und wir haben die Aufgabe erledigt, oder? Ja, hier ist irgendwas. Hier ist ein Fragezeichen. Da drüben irgendwo. Ah, hier ist eine Fischerhütte oder sowas. Hier ist auch Stein oder was ist das? Oder Holz? Holz. Wir können ja mal bei der Fischerei vorbeigucken, was es da so gibt. Gibt es hier was zu entdecken? Fishing. Ah, wir können jemanden zum Fischen einsetzen. Sollen wir uns ein bisschen Fleisch besorgen? Ah, wir haben aber keine Angelhaken. Wir müssen dazu erstmal rasten. Können wir immer noch machen. Wir sprechen jetzt erstmal mit dem Fischer. Moin, Arthur Wilbord. Seid ihr zum Fischen hier? Hoffentlich wisst ihr auch, was ihr tut. Okay, alles klar. Ja, wir kommen bald zum Fischen, wenn wir die Angelhaken hergestellt haben. So, dann ab in die Stadt. Das müsste in diese Richtung sein. Yep.
Denk mal, dass wir mit dieser Fähigkeit hier auch flüchten können, wenn wir irgendwie verfolgt werden. Weil man sieht ja, dass es eine Zeit lang dauert, bis der Gegner an einem dran ist. So, so kriegen wir noch hier. Sind wir schon schnell unterwegs. Perfekt. So. Dann, jetzt ist die Frage, den Hammer. Zweihandhammer, kann den überhaupt jemand tragen von uns? Ah, den könnte Jack tragen. Nee, aber ich bin dafür, dass er ein Schild trägt, weil der blockt auf jeden Fall die Bogenschützen gut weg. Nee, wir verkaufen den Hammer, würde ich sagen. Ja. Dann gehen wir mal zum Schmied, besorgen uns hier neue Rüstung. Quatsch, ich wollte ihn nicht angucken, ich wollte mit ihm sprechen. Ich verkaufe ihm mal den Hammer, der ist nämlich 43 wert. Das ist schon mal super. Und dann verkaufen wir von ihm nochmal 6 von den Reparaturkits, damit wir da wieder auf 20 sind. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, ob wir es herstellen können. So, Minyas, der Schmiedennovize. Ah, wir können sogar einen Langbogen herstellen, aber da bräuchten wir Leder und Seil. Und hier brauchen wir Leder. Hatten wir nicht schon Leder gesammelt vorhin? Hm. Ja, Leder ist unser Achillesferse sozusagen. Schade. Gut, dann können wir noch nichts schmieden, aber wir haben das Eisen zumindest schon mal dabei. Sehr gut. Wir könnten ganz kurz mal rasten und uns hier ein paar Angelhaken machen. So, keine Ahnung. Herstellen. So. Was wir auch machen können, einen Kochtopf, aber ich würde mir gerne das Eisen sparen. Wackeln Dietrich haben wir ja. Ne, lassen wir es erstmal so. Dann könnte man ihn jetzt als Koch noch einstellen. Könnte eventuell hier hackert, könnte eventuell kochen. Wenn er nicht irgendwann mal doch abgegeben wird. Aber das sehen wir noch, das sehen wir noch. Gut. Wir können mal beim Händler, wir können mal am Markt gucken. Vielleicht hat der Markt ja ein bisschen Leder. Wer hat denn Leder von euch, theoretisch? Das ist links. Was kann der hier? Seht euch unsere Waren an. Ah, der hat Leder. Geil. Wie viel Leder brauchen wir? Scheiß doch drauf, oder? Wir kaufen... Ich kaufe dir dein komplettes Leder ab. Weiß nicht, wie wann ist denn? Wann ist immer so 3 Leder oder so? Dann können wir auch 9 kaufen. Ach, komm, 10. Wir kaufen das komplett. Keramik und Wollstoff hat er noch. So, dann gucken wir nochmal beim Schmied, ob wir nicht doch was herstellen können. Weil ich glaube, Leder war das, was noch uns gefehlt hat. Hier, da haben wir das erste, hätten wir. Das war doch der... Eine Stangenwaffe, genau. Oh, jetzt ist das Holz das Problem. Warte mal, das war das Schild. Ja, Holz das Problem. Brauchen nämlich 12 Holz. Aber das ist okay. Ups, das wollte ich nicht. Das war unser... Wenn ich immer W drücke, oder ist das E, ist das, glaube ich, dann kommen wir in diese Übersicht. Ja, wir machen diese erste Stangenwaffe. Moment, was ist das hier neben dran? Stellt etwas her, um ein neues Rezept im Compendium zu müllen. Ah, okay. Und los geht's. Ist ja cool. I like. Das ist ja cool. Noch ein Minispiel. Cool. Ach, das finde ich irgendwie gut. Mir gefällt das sehr gut. Sehr schön. Was ist denn der Langbogen? Da brauchen wir 12 Holz. Okay, und Seil. Naja. Das dauert noch ein bisschen. Klamotten könnten wir herstellen. Aus Stoff und Leder können wir Klamotten herstellen. Mit einer 10er Rüstung. Cool. So, wer kriegt die Langwaffe? Wir haben Serendipity und wir haben Minyas. Ich würde sagen, Ladies first. So. Ja.
Ladies first. Und das Ding können wir eigentlich. Das hat die Stärke plus 2, 4 bis 5 Schaden. Und das Ding. Stärke plus 8. Boah. Boah, das ist aber. Und 7 ist 8. Das ist ja richtig gut, diese Waffen. Sehr gut. Cool. Und wir haben unsere erste Waffe. Das ist gerade schon ein bisschen gut. Wenn wir uns hier mal angucken. Cool. Wir haben unsere erste Waffe geschmiedet. So, weißt du was? Dann verkaufen wir ihm hier den, die Mistgabel, die wir aus den alten Tagen mitgebracht haben. Gibt immerhin 30 Gold, ne? Also, wenn man überlegt, dass wir hier die. Achso, wir müssen ja mit ihm ja reden und nicht ihn angucken. Ich hab dir noch was zu verkaufen. Vielen Dank. Cool. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt ganz viel Holz besorgen. Und wir holen uns unsere Belohnung im Gasthaus ab. So, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas Leichtes hier? Das Kopfgeld von Lorigans Mannschaft. Und sobald wir dann bessere Waffen für alle haben, dann, dann können wir uns ja noch weiter umgucken. So, wir könnten noch rasten. Sollen wir rasten? Das lohnt sich eigentlich kaum. Können wir auch unterwegs, oder? Außerdem finden wir ja dann eventuell noch Erz und so. Mal gucken. So, wir müssen Richtung... Ja, die Richtung stimmt, ne? Wir müssen hier oben rum, da ins Gebirge anscheinend oder so. Dann mal los. Wir gehen. Na, wir gehen, habe ich gesagt. Und wieder E gedrückt. Hier könnten wir angeln. Wollen wir kurz angeln? Komm, wir angeln mal. Haben wir nicht so ein bisschen Essen für unterwegs? Wähle einen Angler. Komm, Hackbert, du wirst unser Angler. Oh, hier muss man einfach mit der Maus so ein bisschen den Balken in der Mitte halten. Da haben wir einen Karpfen. Noch ein Karpfen, sehr gut. Einen Fisch können wir noch rausholen. Und einen Aal. So, mehr können wir nicht fangen. Jetzt haben wir einen Haken verbraucht. Dann haben wir was für das Nachtlager. So, mit den Händlern können wir auch reden und Leder eventuell einkaufen. Da oben sehe ich, glaube ich, Erz. Das besorgen wir uns jetzt mal. Sehr schön, zwei Eisenerz, das ist top. So, in welche Richtung geht's? Die Richtung stimmt. Oh, sind ausgepowert. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Was ist da? Ist wieder eine Pflanze. Okay. Einmal quer durch. Oh, links von uns. Hier irgendwo im Wald stecken sie. Mhm. Wir müssten eigentlich direkt drauf sein. Oh, wir müssen lagern. Da ist sie. Da ist die Truppe. Aber wir können das noch. Wir können sie überraschen. So. Bevor wir hier rasten, machen wir erstmal die Bösewichte aus dem Wald weg. So, Schutz des Anführers. Haben die geschlafen? Ey, wir haben geschlafen. Ach, wir sind übermüdet. Nein! Ah, wir hätten doch rasten müssen. Gut, das wusste ich nicht. Ich dachte, das würde noch reichen, wenn wir da bis zum Schluss da drin sind. Okay. Wen haben wir denn hier? Ein Schergen. Das ist ein Plünderer mit so einem Hammer. Den müssen wir am besten als erstes wegmachen. Deswegen würde ich ihn hier mal vorziehen. Ne, ich ziehe ihn hier hinten rein. So rum. Und wir machen damit auch unseren ersten Angriff. Das war jetzt echt dumm. Okay, wir haben wieder was dazugelernt.
nicht müde in den Kampf. Den müssen wir als erstes wegkriegen. Oh, direkt auf Serendipity. Das wird dir nur leid tun. So, und sie kann auch direkt dann kontern hier. Ja, ach, ich hätte nochmal Abstand nehmen sollen, okay. Schade eigentlich. Gut. Ich ziehe mich nochmal ein bisschen her. Ich stelle mich mal hier ran, oder? Besser ist das. Weil sonst wirft er wieder seine Axt. So, dann gehen wir mit der Mistgabel ran. Ja, der Abstand ist echt wichtig, damit wir schön Schaden machen. Und ich würde sagen, ziehen wir uns zurück. Ne, wir ziehen uns nicht zurück. Oh, der Anführer kommt. Autsch, das tut weh. So, da ist er dran. So, den Anführer auf jeden Fall mal vergiften. Und wir ziehen uns ein Stück zurück. So, und wir werden auch den Anführer schwächen. Wir müssen den auf jeden Fall wegkriegen. Das heißt, wir ziehen hier mit Jack ran. Und hauen die Schwächung raus. Boah, das ist ja stabil, ey. Das ist echt übel. Okay, nee, zurückziehen brauchen wir uns nicht. Können wir direkt hier stehen lassen. Oh, da müssen wir raus. Und zwar müssen beide raus. Das könnte jetzt kritisch werden. Aber das kriegen wir hin. Wir ziehen mit Jack auf jeden Fall schon mal dahinter. Oder hier so an die Seite. Und der kriegt auf jeden Fall eine Schwächung drauf. Wir haben noch einen Punkt. Sehr schön, vielleicht kriegen wir ihn ja weg. Weil dieser Hammertyp, der ist auf jeden Fall... Der macht uns auf jeden Fall Sorgen. So, und das lösen wir jetzt. Ach, weißt du was? Ich kill ihn. Achso, können wir nicht. Können wir uns aus dem Kampf zurückziehen? Können wir. Und jetzt kann ich ihn hier nochmal anpieken. Ah, das ist... Ah, geil. Die Provokation ist ja auch noch ein Angriff. Hatte ich total vergessen. Alles klar, so. Du ziehst dich mal... Hier hin zurück. So, ein bisschen verteilen, dass wir nicht hier so an der Fläche stehen. Jo, das ist sehr gut. Gegen Jack darfst du kämpfen, der kann sich wenigstens wehren. So, und jetzt hauen wir dem hier eine Vergiftung auf die Ömmel. So, Schwächung plus Vergiftung. Jawohl, die komplette Rüstung runtergezogen. Haben wir Abstand? Haben wir nicht. Wir gehen hier so einen Satz zurück. So, und dann machen wir nämlich mehr Schaden. Ja, neue Hellebarde, sehr geil. Serendipity, Gratulation. Und die neue Runde. Dann dürfen wir nochmal die neue Hellebarde einsetzen. So, können wir sie noch zurückziehen? Wir können sie auch noch ein Stück zurückziehen. Wir ziehen sie mal so ein bisschen an den Rand. So, können wir da ran? Können wir. Auch du darfst nochmal reinpieken. Okay. Ah, sehr gut. Jetzt läuft's ja richtig. Beim letzten Mal, ich muss sagen, ich habe nach dem Angezockt im Livestream so ein bisschen gezockt und da habe ich eher so ein bisschen versagt. Aber diesmal läuft's wirklich gut. Wir haben sogar noch eine Rüstung bekommen. Wir haben repariert und Minyas hat einen Level Up. Der hat seinen ersten Bereich. Da gibt es hier den Speerwall. Den finde ich super. Damit kann man nämlich so eine Art, man in so eine Verteidigungsstellung gehen, dass wenn ein Feind in einen gewissen Bereich reinrennt, kann man damit Schaden machen, obwohl man gar nicht dran ist. Deswegen werde ich das auf jeden Fall wählen.
Crit erhöhen. Oder die Willenskraft. Die Willenskraft erhöht, stärkt die Moral des Trupps im Kampf. Ah, sehr gut. Die Moral zu stärken ist, glaube ich, eine wichtige Nummer. Ja, mache ich mal. Sehr gut. Das ist doch fein. So, wir müssen rasten. Das machen wir hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Es war ein sehr guter Kampf, beziehungsweise eine sehr gute Runde. Wir haben ordentlich was gesammelt. Wir werden jetzt hier ein bisschen lagern und uns ausruhen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.